Wir machen das jetzt ohne Mikrofon und das heißt, dass die sprechen, also sich bemühen, in alle Richtungen zu sprechen und laut und deutlich. Und die nicht sprechen, da dementsprechend nicht sprechen. Also als ich vor 10 Jahren dieses Schloss gekauft habe, gab es eigentlich einen Hauptfaktor, der mich überhaupt überzeugt hat, in diese Gegend zu kommen, und das war der Thüringer Wald. Ich kenne aus Bayern sogenannte Wälder. Das sind in Wirklichkeit Gewerbegebiete mit Bäumen drauf. Das ist also die Grundidee eines Waldes überhaupt gar nicht erfüllt. Und mich hat das, was hier in diesem Wald passiert, gleich angesprochen. Man muss sagen, der Thüringer Wald ist ja auch einmal für die Glasindustrie komplett rasiert worden. War ursprünglich wie fast überall in Deutschland ein buchendominierter Mischwald. Dann ist er mit Monofichte wieder aufgeforstet worden. Aber als ich kam, war die Erinnerung an den Kyrill noch ganz frisch, an diesen Sturm, der hier hektarweise diesen Mono-Stangenwald zerlegt hat. Und dann haben sie angefangen, wieder aufzuforsten und aufzumischen. Wir haben hier in Hildburghausen einen ganz hervorragenden Stadtförster, der eine gute Methode da entwickelt hat. Der geht nämlich rein in die Monobestände, lichtet erstmal kräftig aus und zieht einen Zaun drumherum. Und dann wartet er. Und dann gehen die Samen, die im Boden sind, auf von selber. Das Wild kann es nicht zusammenbeißen. Nach ein paar Jahren nimmt er den Zaun weg und dann ist von unten ein kräftiger Mischwald nachgewachsen und dann haut er die restlichen Fichten raus oder einen Teil von ihnen und dann ist ein stabiler Wald da. Der Erwin und ich, wir haben uns kennengelernt in Berlin, beim Hotelfrühstück, wo wir beide eingeladen waren bei KenFM zu der Talkshow Positionen, allerdings in unterschiedlichen Ausgaben davon. Und wir haben uns gleich sehr, sehr gut verstanden, sind dann noch miteinander Mittagessen gegangen und dann hat der Erwin gesagt, du, bei dir in deinem Projekt schaue ich mal da vorbei. Und weil der Erwin, wie man weiß, eben auch ein Macher ist, das war nicht nur irgendwelche Geschichten in Aussicht stellt, sondern sie dann auch herstellt, ist er hier, wie man sieht, in voller körperlicher Pracht materialisiert vorhanden. Auch gut. Wir würden es jetzt so machen, dass erstmal der Erwin ein bisschen was erzählt und danach schauen wir, dass wir das irgendwie in einer möglichst offenen Form dann weitergestalten. Ja? Also wir haben jetzt nicht so Zettel, wo ihr dann draufschreibt, was ihr sagen wollt, und dann haben wir eine Jury hinten, die dann ausklamüsert, wer das sagen darf und wie er es sagen darf, wenn er es sagen darf, sondern das machen wir dann irgendwie, genau, weil wir nicht beim ZDF sind, das ist sehr richtig. Genau. Gut, für Erwin. Danke. Der ist ja kein Skopanand und bitte, wenn Sie mich nicht verstehen, dann ermahnt mich an die deutsche Sprache, dann versuche ich Hochdeutsch weiterzugeben. Aber wenn es mich versteht, und für mich ist auch der Rahmen so einmalig und so schön, dass ich genau das aufnehmen möchte. Glaube ich, wenn die eine Frage hat, geht es gleich. Also nicht so vortragsfest. Weil wir sitzen so rund um ein Feuer, da können wir uns erklären. Also reden Sie gern dazwischen, wenn Sie was nicht verstehen oder so. Zunächst möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für die Einladung und fürs Abholen heute. Ich bin ganz glücklich, dass ich hier sein kann. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Normalerweise müsste ich jetzt über das reden, was ich so mit Holz mache und mit den Bäumen und so. Ich habe die letzten 25 Jahre meines Berufslebens vor allem in der Holzforschung, das haben wir mit Holz machen kann, verbracht und könnte da jetzt natürlich tagelang referieren. Das ist ja mein Thema. Also wie man von einem Baum im Wald zum energieautarken Haus kommt, dass man wieder enttechnisiert, weil das sind ja lauter Irrtümer gewesen, was man da mit der Dämmstoffkampagne und mit diesen dichten Passivhäusern, wo man dann riesen Anlagen baut, dass Luft wieder reinkommt und so weiter. Da könnte man lange, lange reden. Aber ich glaube, ich möchte es zum Schluss hinschieben, weil das ist das Unwichtige daran. Das war auch interessant, aber es gibt noch etwas, was viel wichtiger ist. Und wenn wir da im Thüringer Wald sind und überhaupt in diesem Schloss beim Flori herum sind, dann möchte ich über das Wichtige reden. Und das Wichtige ist, warum Bäume so unser Leben durchwurzeln. Und da können wir uns nicht wehren dagegen. Das machen sie einfach. Und
würde die erste halbe Stunde dafür verwenden. Wie gesagt, mein Leben, ich bin einer dieser, ich bin ja aus einer glücklichen Generation. Ich bin 62 geboren, lange nach dem Zweiten Weltkrieg, habe das nur von den Eltern und Großeltern noch gehört, was ich da gespielt habe. Und ich bin aus der Generation, wenn auch bescheiden aufgewachsen, so konnte ich alles lernen, was ich wollte. Und die Ausbildung machen, die ich wollte. Und als Jugendlicher, also 14, da versucht man Grenzen auszuloten. Und in der Welt, in der ich aufgewachsen bin, hatte ich überhaupt keinen Zugang zu Drogen oder sowas. Ich wollte aber auch Grenzen spüren und ich bin da in Großglockner aufgewachsen. Dann habe ich zum Bergsteigen angefangen und ich wurde Extrembergsteiger. Und habe dann mit 17 alle Eiswände in den Ostalpen allein bestiegen, ohne Sicherung und so, um das auszuprobieren. Das war so meine Welt. Und immer, wenn ich da hoch hinauf musste, musste ich in der Nacht durch den Wald aufsteigen. Und da habe ich das schon gelernt, dass der Wald eine wahnsinnig mystische Welt ist. Wenn du in der Nacht durch den Wald gehst, erstens schärfst du die Sinne ungemein, weil wenn die Sinne nicht geschärft sind, dann fällst du über die nächste Wurzel und fällst auf die... Du schärfst wirklich die Sinne. Und in der Zeit hat sich mein Wunsch manifestiert und gedacht, ich werde Förster und gehe im Wald. Und da habe ich Forstwirtschaft gelernt und dieses Fach studiert. Und bin dann voller Begeisterung aus der Ausbildung rausgekommen und beim österreichischen Staat in den Forstdienst gegangen. Und bei mir war das so, ich habe sehr früh meine Frau kennengelernt. Wir waren schon mit 18, 17 ein halber im Paar und sind es heute immer noch. Und nachdem ich ein Jahr im Staatsdienst war, habe ich zu meiner Frau gesagt, du, das war ein Irrtum, ich habe einen Fehler gemacht. Da kann ich nicht bleiben, das sind lauter Wahnsinnige. Es war damals noch so organisiert wie das Militär. Und es war eine sehr straffe Hierarchie und ich war eigentlich vollkommen überrascht, was sich da abspielt. Und wollte schon weggehen. Und dann habe ich, bevor ich war beim Weggehen, habe ich gehört, dass es einen Posten gibt, wo sie keinen Förster finden und das war unerhört. Weil auf jeden Posten, der frei geworden ist, haben sich 30 beworben und man musste warten, bis man fast 40 Jahre alt war, damit man sowas kriegt. Und ich habe mich sofort um diesen Försterposten beworben, den keiner wollte. Und habe ihn sofort bekommen. Weil das war im Karwendelgebirge und da musste man wohl leben, wo man im Winter wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten war. Da sind Lawinen runtergefahren und dann warst du weg von der Welt. Zum Gemeindeamt mussten wir 80 Kilometer fahren. Und es war halt alles sehr abenteuerlich, wenn auch landschaftlich schön. Dann habe ich die Zusage gekriegt, dass ich dort das hineingehen kann. Dann bin ich heim und habe schnell meine Frau geheiratet. Doch sicher ist sicher. Das muss ich jetzt zu den Damen sagen. Ihr müsst euch vorstellen, was die damals kurz vorher gemacht hat, das dürfen sie nie tun, auch wenn sie noch so verliebt sind. In so einem Augenblick des Verliebtseins hat sie zu mir gesagt, mit dir gehe ich überall hin. Das haben wir schon im Auto geguckt und in die Hinterwiss gefahren. Und da drinnen gab es nichts. Ein Blockhaus im Wald, sonst nichts. Und meine Aufgabe war es, dort die Segnungen der modernen Technik hinzubringen. Und das habe ich mit Inbrunst getan. Und ihr müsst euch vorstellen, in den 70er Jahren, das war nicht nur schlecht. Heute denkt man, wenn man Technik und Wald hört, denkt man, oh je, dann wird alles kaputt gemacht. Aber damals war die Waldarbeit unglaublich schwer. Ich habe selbst als junger Mensch erlebt, wie es tödliche Forstunfälle gegeben hat, wie es mit dem Schlitten das Holz vom Berg runter und zerquetscht worden sind. Also diese Maschinen waren schon ein Segen. Und meine Aufgabe war es halt, diese Technik dorthin zu bringen. Und wir waren auch so ausgebildet. Wir waren die Vertreter der Titanic-Generation in den 70er Jahren. Und da sind Holzknechte gewesen. Damals haben die Forstarbeiter noch Holzknechte geheißen bei uns. Ich habe zwei Männer gehabt, die waren Analphabeten, die haben nur arbeiten können. Also noch wirklich, so wie wenn man noch das ausgehende Mittelalter spürt. Das sind Bergbauern aus dem Oberindo in Oberen Tirol gewesen, die sind am Freitag zu mir, am Montag reingefahren. Haben in einer Hütte gehaust, beim offenen Feuer gekocht und am Freitag sind sie wieder heim und haben am Wochenende am Bergbauernhof daheim weitergearbeitet. Und für die war es gut, dass wir Maschinen gebracht haben. Und trotzdem
trotz diesem Glauben an die Technik, habe ich da drinnen in diesem Tälern, wo ich sonst immer allein mit dem Hund im Wald war, eine zweite Welt kennengelernt, so eine Parallelwelt, die irgendwie meinen Glauben an das, daran, dass man alles technisch machen kann, total erschüttert hat. Und ich möchte ein paar so Begebenheiten erzählen von dieser zweiten Welt. Zum Beispiel hat eines Tages hat's an unserem Forsthaus geklopft und da sind zwei Männer da gestanden. Und ich bin runter, so oft ist ja da nicht jemand in dieses Tal hineingekommen. Und hab geschaut und dann haben sie die Vorstellung gesagt, sie sind zwei Geigenbauer und sie haben gehört, dass in diesen Hochtälern vom Karwendelgebirge früher, da gibt es halt Überlieferungen, dass große Meister des Geigenbaus dort das Holz gefunden haben, das geeignet ist, so ein Instrument zu bauen. Und ich habe das nur vom Hörensagen gekannt, das Thema. Und habe gewusst, ein Geigenbaum, da gibt es vielleicht unter Millionen Bäumen einen, der dafür geeignet ist. Das ist was ganz Seltenes. Und da müssen ganz seltene und glückliche Umstände zusammentreffen, dass das Holz dann so klingt. Und habe gesagt, das interessiert mich, da gehen wir, suchen. Und bin dann mit denen wo hinaufgestiegen, wusste, das Holz muss ganz langsam gewachsen sein, also hoch oben, und darf trotzdem nicht vom Sturm geschoben werden, muss an einem ganz ruhigen Platz gewachsen sein. Sozusagen ganz beschützt rundherum. Und wir sind darauf in so einem Bestand, 200-300 Jahre alter Fichtenwald. Und der war schon so alt, dass ich wusste, wir müssen hier sowieso ernten, sonst bricht er zusammen. Ich sage, da kennst du, sucht da. Dann haben die begonnen, an die Bäume zu klopfen. Und ich habe gedacht, sowas deppert's. Die haben kein Messgerät mit, gar nichts und klopfen da. Ich bin kein besonders begabter Musiker, für mich hat das sowieso alles gleich geklungen. Und irgendwann ist mir langweilig geworden, ich sage, ich habe jetzt da in der Nähe was zu tun, ich muss was nachschauen und komme dann zurück. Und wie ich zurückgekommen bin, waren die beiden ganz aufgeregt. Und sind bei einem Baum gestanden und gesagt, der ist ganz seltsam, der könnte passen. Dann haben sie da, um mir zu sagen, haben sie auf den geklopft und auf den Nachbarn. Dann sage ich, ja, ist egal, wir können nachschauen. Und habe ich zuerst mit meiner Axt Renten gehauen. Das kann man natürlich nur beim Baum machen, den man sowieso wegmachen will, weil das ist ja eine Verwundung. Und dann haben wir die Renten genommen und wenn sie bei einer Fichte die Renten nehmen, ist der, unter der Rinde der weiße Stamm glatt. Und der Stamm war nicht glatt, der war, waren lauter so Rillen drinnen, so gewimmerte Rillen. Und das ist eine ganz seltene genetische Mutation, wo die Faser nicht gerade wächst, sondern so gerillt ist. Und nur so ein Stamm, oder nur die klingen so gut, besonders gut. Da war ich schon mal baff und mir gedacht, wieso finden die sowas raus? Und die zwei haben verheißungsvoll geschaut, so gehen, naja, jetzt schauen wir uns an. Und ich bin ein Stück zum Auto runter und dann mit der großen Motorsäge raufgekommen und habe einen Pfahlkerb geschnitten und dann dahinter den Fellschnitt Keil angesetzt, mit der Axt gekeilt, weitergeschnitten und am Schluss steht der Baum auf einer Leiste. Und über diese Leiste kippt er dann, fällt um und muss hinten einen Keil reinhauen. Und das ist eigentlich die schwerste Arbeit beim Fällen, dieses Schlagen auf den Keil. Ich habe mit der Hock da drauf gehauen und du hörst das Echo im Wald und irgendwann fängt dann da oben die Krone so zum Zittern an. Und plötzlich neigt er sich und du hörst, wie es unten die letzten Fasern rauszieht, dieses Knarren. Und ganz langsam, immer schneller und dann schlägt er mit einer unglaublichen Wucht ein. Und wenn so ein Riese da liegt und du stehst ganz klar daneben, dann ist es immer ein Augenblick, wo man inne. Da kann man darüber denken, wie man will. Es ist ein ganz martialischer Akt. Und ich bin da gestanden und habe mir den Schweiß von der Stirn gewischt. Und die zwei sind sofort zu dem Baum hin und haben sich über die Stirnfläche die Jahresringe angeschaut. Und die Jahresringe eines Baumes, die sind sein Tagebuch. Dort schreibt der Baum sein ganzes Leben auf. Da kannst du alles lesen, was du ein bisschen auskennst. Zum Beispiel sieht man, wenn ein Baum lange im Schatten vom Großen gestanden ist. Also wenn er lang der Vater keinen Platz gemacht hat, dann kann der Bub nicht wachsen.
Also meine Söhne mögen diese Stelle besonders. Ist aber so. Und dann siehst du genau, wann der Alte endlich umgeschnitten worden ist oder vom Sturm umgerissen ist, was das für ein Glück für den Jungen ist. Also wie der dann Gas gibt, wie für den das Leben beginnt. Ist auch, muss man sagen, das ist auch ganz wichtig. Es ist so wichtig, dass man erntet. Der Wald ist nichts anderes wie der Gemüsegarten. Im Garten käme kein Mensch auf die Idee zu sagen, ich muss den Garten schützen, jetzt nehme ich keinen Salat raus. Der schießt und ist kaputt. Also es ist viel besser, wenn man es rechtzeitig erntet und was Gutes damit macht, als wenn ich sage, ich rühre das nicht an, weil ich möchte jetzt da... Das ist ein falsch verstandener Naturschutz, aber das nur am Rande. Man darf ernten, wenn man es richtig macht. Weil die Jungen brauchen diese Chance. Naja, solche Gedanken habe ich gehabt. Und die zwei haben aber, die zwei Geigenbauer haben ganz andere Gedanken gehabt. Die haben geschaut, ob es solche große Unterschiede gibt. Weil das sind Spannungen, die wiederum das Klingen verhindern. Und die gab es dort nicht. Und diese Fläche war in deren Augen makellos. Jetzt waren die ganz aus dem Häusl. Und dann habe ich gesagt, was machen wir jetzt? Und ich habe gesagt, ja, Geigen ist so lang. Und dann habe ich gesagt, ja, dann haben wir 10 cm länger. Und ich habe das halt drum runtergeschnitten. Und noch eins. Und die haben es begeistert mitgenommen. Und ich habe dann die Geschichte vergessen, weil ich war ja gewohnt, das Holz zumindest 1000 Kubikmeterweise verkaufen. Und nicht da. Ein Traling suchen. Aber es war halt, mir hat es halt das Thema interessiert. Und ein Jahr später klopft es wieder an die Tür vom Forsthaus. Und stehen wieder die zwei da. Und ich wollte schon sagen, heuer geht's allein. Und dann haben die gesagt, nein, wir sind nicht zum Holzsuchen da. Wir sind gekommen, um uns zu bedanken. Und dann habe ich mir gedacht, warum wollt's euch bedanken? Ich sag, ja, normalerweise muss man das Geigenholz mindestens 10 Jahre lang lagern. Weil da gibt es auch, wenn es von der Trocknung nicht mehr viel tut nach einem Jahr, gibt es immer noch ganz feine chemische Veränderungen, so Oxidationsprozesse, die ganz fein noch das Klangverhalten beeinflussen. Aber aus diesem runden Stück haben so viele Rohlinge rausgebracht, dass sie ungeduldig waren und aus einem Rohling schon eine Geige gebaut haben, zum Ausprobieren. Und die ist so wunderbar geworden, dass ich es nicht glauben kann. Und jetzt sind sie gekommen. Und das war damals die Zeit, da gab es noch kein E-Mail und kein Fax, gar nichts. Jetzt habe ich gesagt, da hätte es eine Postkarte nachschreiben können, als ich extra den weiten Weg fahren müssen. Dann haben die gesagt, nein, wir haben die Geige mit und eine zweite und wir spielen für sie jetzt ein Konzert. Wir sind zum Auto gegangen und das war geigengewollt. Ich war ein wenig überfordert und habe geschaut und bin rauf ins Haus oben und habe die Frau und die Kinder geholt. Weil wie wir da reingezogen sind, meine Frau und ich waren ein junges Pärchen und in den ersten 3 Jahren gab es noch keine elektrische Energie. Und wir haben dann jetzt ja ein Kind gekriegt. Jetzt sind da die Kinder so bei die Arme getroffen. Und die sind dann runtergekommen. Und der Hund mit. Und wir sind da gestanden und vor dem Haus haben die zwei Spülen angefangen. Und ich war ja den ganzen, müsst ihr euch vorstellen, ich war jeden Tag allein im Wald. Da war nichts sonst. Und wenn du jeden Tag allein im Wald bist, hörst du unglaubliche Stimmen vom Wald. Jeden Tag klingt das anders, riecht das anders. Es ist so ein Unterschied, ob du im Sommer eine drückende Hitze hast oder den Herbst. Die Zeit, wo sich alles umstellt, wo die ganze Chemie im Baum sich verändert. Der Baum ist ja ein Kosmos, ist ein Lebewesen, wie unser Körper oder wie eine Landschaft. Oder bei klirrender Kälte, das ist immer anders. Aber diese Stimme aus meinen Bäumen, die habe ich noch nie gehört. Das, was die da gespielt haben. Und ich mir denke, mein Gott, ich renne herum. Und bei uns geht es nur, damals hat es in Österreich noch den Schilling gegeben, um ein paar Schilling pro Festmeter kosten oder dass wir es rationell machen und dass wir Mischwälder wieder aufforsten, das haben wir schon alles gemacht. Aber das, was in einem Baum liegt, um das haben wir uns noch nie gekümmert. Und dann habe ich mir gedacht, und die zwei nicht gekommen wären, was hätte ich mit dem Baum da? Ich hätte in eine große Industrie in eine Sägemühle geschickt und dann hätten sie das Brettl ausgesprühen und irgendwo noch in die Levante noch. Keine Ahnung wo, ans Mittelmeer oder weiter nach Südosten geschickt. Und das wäre verloren gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, was für ein Wert wird da geschaffen, ohne irgendeine Technik, ohne nur aus Intuition, aus dem, was in uns liegt. Die sind ja als Messgerät. Und dann haben wir die zwei zu Hause eingeladen und miteinander was gegessen nachher. Und dann habe ich denen das gesagt.
diese Gedanken. Dann haben sie gesagt, ja, stellen Sie sich vor, was eine Geige bedeutet. Die waren wirklich begeistert von ihrer Arbeit. Ich sag, im Mittelalter hat es Menschen gegeben, die haben Geigen gebaut. Und eine Geige ist ja eigentlich nicht viel, ist ein halbes Kilo Holz, das ist gar nichts. Aber in die richtige Form gebracht. Und da hat es große Meister gegeben, die haben vor 400 Jahren so ein halbes Kilo Holz bearbeitet. Und wenn du das halbe Kilo Holz heute kaufen willst, so eine Meistergeige von einem Guarini oder Stradivari, dann musst du mindestens 50 Kilo Gold dafür bezahlen, den Gegenwert. Das heißt, das halbe Kilo Holz ist 100 Mal so viel in Gold heute wert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn mir das beschieden ist, dass ich mein Leben mit meiner Arbeit was hinterlasse, das muss nicht vergoldet sein, aber was nach Jahrhunderten noch so wertgeschätzt wird, habe ich es gut gemacht. Und dann habe ich in den nächsten Nächten überlegt, was mit den Bahn passiert, die ich da anliefert. In welche Industrie das geht. Und haben wir gedacht, eigentlich, alles, was wir da anliefern, ist am Schluss Sondermüll. Alles. Sie brauchen halt nur in den nächsten IKEA-Laden einige. Oder zum nächsten Fertighaushersteller. Das ist Sondermüll. Das ist eine Belastung. Und noch dazu komme ich glücklicherweise aus einer richtigen Handwerkerfamilie. Und ein Opa war Zimmermann. Und zu denen haben sie gesagt, er ist ein Auslaufmodell, den braucht keiner mehr. Obwohl er noch mit 80 fleißig gearbeitet hat. Aber die Methode, die er angewandt hat, die wurde so still belächelt. Keiner hat sich traut, ihm offen ins Gesicht das zu sagen. Aber der hat halt nur nach der alten Methode gearbeitet. Und hat gelernt, als junger Mann, bevor sie ihn in den Kriegswahnsinn geholt haben, mit einem Beil aus einem runden Stamm Kanthölzer rauszuhocken und mit Hand hoben, Fußball hoben und so weiter. Und die Häuser, die der gebaut hat, die haben heute den Liebhaberwert. Die sind wahnsinnig schön. Jeder von euch, ich bin überzeugt, jeder von euch, egal ob sie ein Faible für moderne Architektur, ganz klare Linien oder rustikal oder wie, wurscht von der Architektur her. Wenn du in so ein Haus gehst, was der Opa gebaut hat, dann sagst du, wow, da geht mir das Herz auf. Und das ist dieser Materialpurismus, der einen Baum sein lassen. Die haben da nichts dazu da. Der Opa hat aber gesagt, der Pinsel, das war die in die 70er Jahre, die Holzschutzmittelzeit, der hat aber gelacht, der hat gesagt, der Pinsel ist was für einen Maler, nicht für einen Zimmermann, für einen Zimmerer. Ein Zimmerer muss so konstruieren, dass das Bauwerk Jahrhunderte hält, ohne irgendeinen giftigen Anstrich. Wahnsinnig. Und das hat mich, diese zweite Welt, von der wir im Studium nichts gelernt haben, die hat mich unglaublich fasziniert. Und dann habe ich auch nach 5, 6 Jahren Försterzeit den schon verrückten Plan, es war mindestens so verrückt wie dein Schloss gekauft, da treffen wir zwei uns, habe ich den Plan gefasst und habe meinen super Staatsposten gekündigt, zum Schrecken aller mit lauter kleinen Kinder vor den Schwiege und habe mit dem Opa, er Mitte 80 und ich war damals 27 und habe keine Ahnung gehabt, haben wir einen Holzverarbeitungsbetrieb gegründet. Und alle haben gesagt, sie sind völlig wahnsinnig. Der Alte hat einen Jungen verrückt gemacht oder der Junge den Alten, wir wissen es nicht, aber es ist Irrsinn. Und ich habe gesagt, Opa, du musst mir sagen, was du musst mir helfen. Er hat sich gefreut, dass ich. Und wir waren die besten Freunde. Und dann hat er mir gleich am Anfang hat er mich wirklich herausgefordert. Ich sage, jetzt sage ich dir eins, wie es losgeht, bevor es losgegangen ist. Also bis heute war das der wichtigste Rat, den er mir gegeben hat. Ich sage, wenn du mit Holz was machst, die Arbeit ist immer das Gleiche. Du musst das Material, das Holz in seiner besten Form verarbeiten. Dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt schickt er mich wie die Geigenbauer im Wald und ich kann für jeden nur mehr jeden tausendsten Baum hernehmen. Da werden wir die Förster verrückt, da kann ich nichts einkaufen. Dann hat er gesagt, nein, das meine ich nicht. Er hat gesagt, du kannst jeden Baum nehmen, der halbwegs passt, aber du musst ihn als Mondholz im Winter bei abnehmendem Mond ernten. Das war noch schlimmer für mich. Weil wir jetzt Kinder mit der Esoterik daher. Weil ich habe ja Forstwirtschaft studiert, gell? Der Opa hat ja keine Schwiege kennen. Der hat ja den kaum Zimmerer gelernt, hat ihn der Adolf geholt. Und dann ist er in Russland verschollen worden, 4, 5 Jahre. Und war einer der wenigen, die das überlebt haben. Und ich habe mir jedenfalls gedacht, Mondholz, das geht ja gar nicht. Und habe dann
versucht auszuweichen und gesagt, ja, machen wir schon. Und der hat mich natürlich genau kennt und hat gemerkt, dass ich nicht anbeiße. Und dann ist er richtig lästig geworden und hat mich so in die Enge getrieben, dass ich mir gedacht habe, ihm zuliebe probiere ich es aus und dann ist er Ruhe, dann werde ich es wohl sehen, dass nichts bringt. Und habe eine Mondholzpartie im nächsten Winter gekocht. Im Jänner, bei klirrender Kälte, bei abnehmendem Mond auf der Gerlos oben haben wir ein paar hundert Meter Fichten und Lärchen umgeschnitten. Ich war dabei und habe jeden Stamm markiert. Und wie der Neumond da gekommen ist, habe ich zu den Holzknechten gesagt, Schluss, aus, mein Holz ist jetzt fertig, jetzt geht's nicht mehr. Hat mir der Opa so geschafft. Und wir haben die Stämme auf der Almwiesen rausgefahren und die haben weitergearbeitet und ab dem Tag hat das Holz ein Nachbarsägewerk gekauft. Eine größere Menge dann. Und alle zwei Lager sind auf der Almwiesen gewesen. Und im Frühjahr, wie ich das kontrolliert habe, im Frühjahr, wenn es warm ist und der Baum in der Rinde, der Stamm in der Rinde im Wald liegt, da fliegen die Borkenkäfer und suchen eine Brutstätte. Und Borkenkäfer haben auch so ein feines Sensorium, so wie der Geigenbauer mit dem Gehör. So können die ganz genau feststellen, wo ist ein Stamm, wo ich mich hineinbohren kann zum Brüten, der sich nicht mehr wehrt. Und ein Stamm, der vom Wurzelsystem weg ist, der kann sich nicht mehr wehren. Und da kann sich der Borkenkäfer richtig vermehren. Also muss man früher aufpassen mit Rindenholz im Wald. Und ich habe eben kontrolliert, dass man kein Käfer reinkommt. Und habe es nicht glauben können. Alle Käfer sind ins Nachbarsholz reingeflogen und ins Mondholz nicht. Dann bin ich auf der Almwiesen gestanden und habe mir gedacht, wie, ein Käfer hat ja kein Placebo. Das ist ein Insekt. Wie gibt es das? Denke, Opa, du weißt etwas, was wir nicht gelernt haben. Dann haben wir begonnen, Mondholz systematisch zu untersuchen. Diese Versuche immer wieder zu fahren und sind draufgekommen, es ist eine viel, viel höhere Resistenz gegen Insekten und noch viel mehr gegen Pilze. Unglaublich. Dann habe ich damals vor 30 Jahren meinen ganzen Betrieb umgestellt und gesagt, bei uns gibt es nur mehr Mondholz. Und begonnen alles aufzuschreiben, was mir der alte Mann lernt. Weil man denkt, vielleicht einer von den Buben, vielleicht interessiert es einmal einen. Oder auch Mädel. Aber so sind halt die Holzköpfe, denkst zuerst auf die Buben. Und kommt eines Tages ein Verleger zu mir und sagt, und wollte einen Fußboden kaufen, dann haben wir über Mondholz geredet und alles und ich habe da so in meinen Aufzeichnungen plattelt. Dann schaut mir der fassungslos zu und sagt, Herr Thomas, ich müsste ein Buch schreiben über das Mondholz. Der spinnt, ich bin ja Holzmensch, ich kann auch kein Buch schreiben. Wie kommen Sie auf so eine Idee? Ich bin doch kein Schriftsteller. Dann lacht er, sagt er, Sie haben es ja geschrieben, liegt doch das Manuskript da. Sag ich, bringen Sie es in der Form, dass jeder lesen kann, Sie haben ein Buch geschrieben. Da sage ich, ich habe keinen Verlag. Sag ich, doch, den haben Sie. Das bringe ich sofort. Dann habe ich überlegt, dann soll ich ein Buch schreiben. Und ein paar Tage später habe ich bei meinem Steuerberater einen Termin gehabt, Buchhaltung und so Sachen, alles besprochen. Und da bin ich wieder in eine ganz andere Welt gekommen. Und nachdem wir fertig waren, haben wir einen Kaffee getrunken, dann sage ich, du weißt, jetzt schreibe ich ein Buch. Dann sagt er, wie? Sag ich, ja, da war ein Verleger da, der will, dass ich diese Sachen, was wir da machen vom Opa, dass ich die in ein Buch bringe. Dann schaut mich der an und sagt, bist du wahnsinnig? Dann sage ich, warum? Dann sagt er, pass auf einmal, jetzt habe ich dich begleitet durch die schwierigste Phase einer Unternehmensgründung. Jetzt hast du ein paar Jahre überlebt, wo eh so viel drauf geht. Und hast das Glück, dass du von deinem Großvater da Dinge erfahren hast, die dir eine gewisse Alleinstellung geben. Und jetzt, wo du es geschafft hast, willst du veröffentlichen, dass da jeder nachmachen kann. Dann bin ich heim und habe mir gedacht, der hat auch recht. Was soll ich jetzt machen? Und immer, wenn man nicht weiter weiß, ist es das Beste, zu schauen, gibt es in einer ähnlichen Situation Rezepte, die sich bewährt haben oder nicht bewährt haben. Und die größte Versuchswerkstatt des Lebens ist der Wald. Weil den Wald, da wird seit 500 Millionen Jahren am Weg von Versuch und Irrtum alles ausprobiert. Bei uns Menschen erst seit 5 Millionen Jahren. Uns gibt es noch nicht so lange. Und dann habe ich mir gedacht, ist es strategisch richtig, den größten Schatz, den man hat, herzugeben? Oder ist es strategisch besser, wie der Steuerberater gesagt hat, einen Tresor mit so dicken Wänden kaufen und das daheim einsperren? Was passiert im Wald mit den kostbarsten Dingen? Wisst ihr, welcher Baum der erfolgreichste und größte und stärkste wird?
Jetzt müssen wir einen kleinen Ausflug machen, weg von meiner Geschichte, dann gehen wir zu den Bäumen. Damit so ein Baum wächst, so eine schönere Kulisse gibt es ja gar nicht, braucht er Nährstoffe aus dem Boden. Ein Baum kann aber, ist ein Baum ist keine Bergwerksarbeit und die Wurzeln schon gar nicht. Der kann nicht, wie wir es in der Biologie gelernt haben, aus dem Humus was rausschürfen, das geht gar nicht. Der Baum kann nur übernehmen, was er an der Wurzelspitze gereicht bekommt. Es gibt Milliarden Bodenlebewesen, diese Mikroorganismen, die wissen genau, was der braucht, nehmen diese Spurenelemente aus dem Humuskomplex und tragen es zur Wurzel und geben es da ab. Nur die. Und nur das, was die bringen, kann der Baum nehmen. Und die Mikroorganismen sind auch nicht blöd. Die wollen gut bezahlt werden. Und damit die das tun, gibt ihnen der Baum das Kostbarste, was es im Wald gibt. Und das ist Zucker. Die Mikroorganismen sind lauter Junkies, die sind völlig abhängig. Und nur der Baum mit der Photosynthese, mit der, also da oben mit Blattgrün, kann aus dem Kohlenstoff der Luft und aus dem Sauerstoff in der Luft und aus dem H, aus dem Wasser, Zucker machen. C6H12O6, die Formel. Und der setzt das da zusammen. Der nimmt Luft und Wasser, macht Zucker draus. Und den Zucker mit einem Teil von Saftstrom schickt er wieder zurück runter und verteilt ihn an die Wurzelspitzen. Und der Baum, der am meisten von seinem Schatz Zucker, der am meisten hergeben kann, der es am schnellsten wieder weitergibt, der wächst am schnellsten. Wer am meisten hergibt, kriegt am meisten zurück. Und das Bild habe ich mir dann, das hat mich bewogen und man denkt, ich schreibe das Buch. Und außerdem ist eh wurscht. Ich habe mit dem Opa angefangen, dann haben wir damals 6-7 Mitarbeiter gehabt und man denkt, ja, wenn es misslingt, was habe ich zum Verlieren? Ich vertraue da auf, ich vertraue auf dieses Bild. Punkt. Das war meine beste Entscheidung. Meine beste Entscheidung. Ihr habt keine Ahnung, was da passiert ist. Das Buch ist auf den Markt gekommen und ich habe sofort eine Serie von Zuschriften gekriegt, das hat nimmer, ist nicht mehr angerissen. Ich habe Ordner voll gesammelt, wo mir Handwerker, Förster, Waldbauern, alte Leute, junge Leute geschrieben haben, die ähnliche Erfahrungen haben. Ich habe ein Archiv von Erfahrungsschätzen bekommen, das ist unbezahlbar. Unbezahlbar. Und die kurioseste Reaktion war ein Anruf aus Japan. Ob wir bereit sind, eine Delegation aus Japan zu empfangen. Was wollen die Japaner bei uns? Das ist aus dem Geografieunterricht, diese Form auf der Landkarte, so ist gar nichts kennen. Ich habe mich auch für Japan nie interessiert. Dann sind die wirklich gekommen, eine ganze Truppe. Der Leiter der Delegation war ein Mönch mit geschorenem Schädel und so einem orangen Tuch entwickelt. Und Dolmetscher waren mit. Und die haben viele Fragen gestellt und dann habe ich eine Frage gestellt, sage ich, warum? Was ist der Zweck des Besuches? Dann hat mir der Mönch erklärt, er ist der Leiter eines Klosters in der Kaiserstadt Nara und das ist der älteste Holzbau der Menschheit. Sein Kloster, hat man Bilder gezeigt, mit 5-geschossigen Pagoden, ist 1650 Jahre alt und in den im Archiv vom Kloster ist genau beschrieben, wie es gebaut wurde. Und das ist ganz exakt die Methode, die ich in meinem Buch publiziert habe, wie der Opa mit Holz gearbeitet hat. Da war ich baff. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, habe ich gesagt, der Opa war sicher noch nie in Japan. Ja, von da kann er es nicht haben. Und dann sagt der zu mir, der Mönch sagt zu mir, was Sie machen ist gut. Dann habe ich gesagt, warum ist das gut? Dann hat er gesagt, weil sie bemühen sich so zu arbeiten, dass sie auf der Welt keine Spuren hinterlassen. Und das habe ich verstanden. Das war für uns eines der wichtigsten Anliegen. Meine lieben Leute, das ist auch eine Botschaft des Waldes. Wir sind als Gesellschaft in so einen Abweg geraten, das ist unfassbar. Unfassbar. Ich habe später, wie meine Tochter Betriebswirtschaft studiert hat, hat mich das interessiert und ich habe dann am zweiten Bildungsweg mit ihr Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaft studiert. Und habe dort in vielen Bereichen genau das Gegenteil gelernt von dem, was man in der Forstwirtschaft lernt. Im Wald gibt es das Wort Abfall nicht. In der Wirtschaft ist jeder ein Trottel, der seine Produkte so gestaltet, dass sie möglichst lang halten.
Da gibt es die geplante Obsoleszenz. Man muss den Markt austesten, wie lange ein Produkt unbedingt halten muss, sodass der Konsument nicht draufkommt, dass du der bist, der es vorher hinmacht. Und dann möge es bitte so kaputt wie möglich werden, damit du schnell wieder was Neues produzierst. Das heißt, wir haben ein Gesellschaftsmodell entwickelt, das sich selbst die Illusion aufbaut, dass es uns dann gut geht, wenn wir möglichst viel Müll aus den Rohstoffen, aus den Schätzen der Erde produzieren. Das möglichst immer nur kurzfristig erlebt. Völliger Wahnsinn. Da draußen im Wald gibt es das Wort Abfall nicht. Da wird aus jedem Zweiglein, aus jeder Nadel, werden Kunstwerke gebaut. Ein Ameisenhaufen ist ein thermodynamisches Kunstwerk, das kein Mensch zusammenbringt. Aber das nur am Rande. Und jetzt komme ich wieder zum Mönch zurück. Deshalb hat mich das Kompliment von dem gefreut. Der hat erkannt, dass wir Häuser bauen, die abfallfrei funktionieren. Ich sage, das gefreut mich, habe mich bedankt. Und dann sagt er, ich werde sie deshalb unterstützen. Dann habe ich mir gedacht, die geben dir nie die Hand, die dann aber so, weil wir gesagt, bedankt. Und haben mir gedacht, das ist schön, aber vermutlich sinnlos, weil dich sehe ich nie mehr. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ich habe nicht dran geglaubt. Und die haben sich dann verabschiedet und sind gefahren. Einige Wochen später kriege ich einen Anruf aus Tokio. Ruft mich ein japanischer Verleger an und hat gesagt, ich habe den Auftrag bekommen, ich muss ihr Buch in Japan auf den Markt bringen. Und das ist geschehen. Und 2 Jahre später habe ich in Japan mehr Bauten stehen gehabt wie in meinem Heimatland Österreich. Und japanische Kunden haben mit uns nicht ein einziges Mal über Rabatt verhandelt, haben uns immer 100% im Voraus bezahlt, bevor wir einen Schrauben oder ein Stück Holz geliefert haben. Und das war ein ganz maßgeblicher Baustein, dass wir unsere Entwicklung und den weiteren Fortgang finanzieren konnten. Und dann habe ich gewusst, dass dieses Prinzip der Bäume gar nicht so deppert ist. Dass das gar nicht so dumm ist. Und Sie sehen an diesen vielen Beispielen, dass die angebliche Realität in unserer heutigen Welt, die uns so eingeredet wird, in weiten Bereichen das Irrealste ist, das es überhaupt gibt. Es ist vollkommen irreal, dass man um des Profites willen auf das gute Wohlergehen für alle verzichtet. Es ist völlig irreal, dass Wachstum grenzenlos sein soll. Leidl, schaut mal, was tut die Linden? Wächst die jetzt nochmal 20 Meter in mir auf? Die ist nicht so blöd, die wird irgendwann abbrechen, die macht das nicht. Die Linde, wenn sie die einsetzt, und das sind viele, da wächst die kennt eine Phase des Wettbewerbs, die wächst um die Welt, dass du nur so schaust. Wirklich. Aber ist es hier? Schloss Weitersruder. Weitersruder.
Ja. Ich schreibe da auch noch ein Datum in die Welt. Es ist immer so, wenn man kein Datum schreibt. Es ist immer schön, wenn ein Datum dran ist. Gell? Der Schwachmeister ist wie so. Meld mich dann immer mal zum Lesen. Ja. Ist ein Danke. Du, jeder Mensch hat diesen Funken in sich und dem nachgeben. Das ist das ganze Geheimnis. Ich habe nur nichts drüber schütten müssen. Das ist die Schwierigkeit dabei. Da musst du immer da. Da muss man immer achtsam sein. Und dann wieder wegräumen. Da passieren uns nichts. Ich sage danke. Ich danke euch, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, wie ich am besten aufschlafen soll. Na schau mal. 450 Kilo.